Einen wunderschönen guten Tag, meine werten Kaprin. Heute spielen wir wieder ein Ründchen Minecraft Tri-Jump. Natürlich auf bergwerklabs.de. Und ich habe eine heftige Challenge für euch, weil ihr einfach so aktiv seid. Ich muss gestehen, ihr wart ein bisschen am Struggle mit meiner letzten Challenge, aber vielleicht war die ein kleines bisschen zu hoch gegriffen. Dennoch würde ich mich auf jeden Fall immer freuen, dass ihr aktiv seid, weil ich sag's euch ganz ehrlich so, ich stecke richtig viel Liebe in meine Videos und versuche auch immer nur den besten Content für euch rauszuzaubern und deswegen würde ich mich einfach immer sehr über eine aktive Community im Sinne von Likes oder Kommentaren oder was weiß ich immer sehr, sehr freuen. Das spornt mich sehr an, jetzt halt hier Videos zu machen. Deswegen bringe ich diese Videos ja auch recht aktiv. Und von dem her, das will ich euch einfach nur ans Herz legen. Die Challenge heute ist die maximale Herzensanzahl. Und das ist auf jeden Fall auch richtig intens, weil maximale Herzensanzahl muss man die maximale Punktanzahl erreichen. Und die maximale Punktanzahl ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt was, was man jetzt mal sich so eben aus den Ärmel rausschüttelt. Weil, maximale Punktzahl bedeutet dreimal, also man darf nicht dreimal bei einem Modul runterfallen. Gerade bei, ich sag mal, bei den Hard-Modulen oder bei den Extreme-Modulen oder teilweise auch schon Medium-Modulen ist das Ganze jetzt halt hier schon echt intens. Und von dem her müssen wir jetzt auf einen guten Roll hoffen. Beispielsweise das hier ist halt ein richtiges No-Hand-Modul meiner Meinung nach, weil das kann man einfach nur durchrennen. Aber, lol, richtiges No-Hand-Modul wahrscheinlich, oder? Was ist denn hier auf einmal los? Ich merke es einfach an. Flieg einfach dann zweimal runter. Das meine ich jetzt nicht ernst, oder? Okay, dann springe ich halt hier ein kleines bisschen präziser, oder? So, hier ein 3-1 Hochsprung. So, komm. Normalerweise springe ich das ganze Modul einfach in einen durch, was ich jetzt halt hier auch fortführen werde. Da kriegen wir das Krümelmonster. Ist auf jeden Fall ein recht guter Roll, meiner Meinung nach, weil Krümelmonster ist jetzt halt von den Hard-Modulen eher eins, welches einfach ist. Deswegen werden wir es hoffentlich auch First Try schaffen. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Monument ist eigentlich auch eher, ja, es ist schon nicht unbedingt so einfach, aber kann man definitiv schaffen. Von dem her ist es jetzt halt auch nicht unbedingt so das Schwierigste, was ich bekommen kann. Ich finde tatsächlich, es gibt Medium-Module, die ich nicht schaffe, aber Hard-Module dürfte ich eigentlich jetzt halt hier fast jedes schaffen. Ich habe es beim Sprung schon gemerkt. Das ist natürlich bitter, so ein verheerender Fehler. Okay. Jetzt muss ich mich anstrengen. Jetzt muss ich mich anstrengen, Friends. Jetzt muss ich mich anstrengen. Jetzt muss ich mich anstrengen. Hier wirklich Focus on. Und wir haben es tatsächlich noch geschafft. Und neuntes Modul erst. Und neuntes Modul ist ja auch ein richtig schweres. Also Adventskalender ohne Fail schaffen. Wirklich Hut ab an jeden, der das ohne Fail schafft. Da muss man auch auf jeden Fall richtig sweaten. Aber okay, ich tue natürlich jetzt halt hier sweaten, weil das ist ja auch die Challenge hier dabei, dass ich hier mit der maximalen Punktzahl hier rauskomme. Und es ist nur noch ein schwerer Jump, werde ich den schaffen. Come on! Scheiße! Also da spielen natürlich die Emotionen hier ein bisschen auch mit einem durch. Weil Adventskalender bei dieser Position failen, das ist natürlich dann auch schon sehr bitter. So. Da kann man sich auch mal ein bisschen drüber aufregen. Es ist auch noch einer vor mir. Also sprich, wir haben jetzt auch noch ein zeitliches Problem, welches da auch noch dazu kommt. Und jetzt sag ich, hier kommt noch einmal dieser 3-1 Hochsprung geschafft. Okay, jetzt muss ich auf einen guten Roll hoffen. Modul 10, bitte 1, wo ich gut schaffe. Bitte kein Slime. Und es kommt Zug. Okay. Kann man schaffen, ist trotzdem sehr intens. Ist trotzdem sehr intens. Okay, erst bei 97%. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Ich muss. Okay. Okay. Yes, Freunde, 3300 Punkte. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Auch noch mit alter Finne. Also wenn ich dafür nicht den Like bekomme, Freunde, dann weiß ich auch nicht mehr Bescheid. Apropos neue Challenge, 175 Likes. Weiß nicht, ob ich schon angemerkt habe. 175 Likes für den nächsten Part. Ich schwöre euch, der nächste Part ist der heftigste Part überhaupt. Okay, wir kaufen uns jetzt Special. Oh mein Gott. 1, 2, 3,
4, 5, zählt mit, 6, 7, 8, 9, 10, Alter, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alter Schwede, wir können uns ein Holzschwert nur kaufen. RIP, Alter. Okay, wir haben 26 Herzen. Ja, ich kann mir nur ein Holzschwert kaufen. Ich kann mir bloß ein Holzschwert kaufen. Was macht jetzt am meisten Sinn? Ja, vielleicht eine Brust, oder? Ja, oder Essen. Ich muss mir fast noch 3 Steaks oder sowas holen. Ich glaube, das werde ich verlieren. Ich muss jetzt ein bisschen am Anfang schimmeln, so. Alter, aber zieh dich mal die Herzensanzahl. Das ist das Maximale, was man bekommen kann. Und verzeiht mir das auf jeden Fall, wenn ich jetzt halt hier verkacke. Ich werde es sehr wahrscheinlich verkacken. Auch noch Mario Hill. Und es verfolgt mich gleich einer. Okay, ich muss weg. Was soll ich machen? Ich kann nicht gegen den kämpfen. Bitte bekämpft doch. Ja, die bekämpfen sich. Ich kann... Leute. Ich kann gegen keinen jetzt halt kämpfen, so. Was soll ich denn jetzt gegen einen kämpfen? Ich muss einen abstauben, so, sodass ich halt jetzt halt hier... Linobox. Da ist er. Okay, die kämpfen. I need that kill. Nein, Bro. Komm, mach es für die Aufnahme. Digga, mach es einfach für die Aufnahme. Scheiße, ja, es ist natürlich... Ich bin auch ein kleines bisschen gehypt deswegen. Oder Katharina oder Lino. Vielleicht können wir einen kleinen Assassinen-Move machen. Tia ist auf jeden Fall jetzt hier noch die meisten Herzen. Kann ist auch nicht unbedingt... Lino ist da hinten. Ich muss den mal ein paar da so zusammenlocken. Okay, Lino. Was soll ich machen? Ich muss auf den Clean-Up gehen. Ich hab das Equipment! Friends! Oh shit, der Hype ist more fucking real. Was soll man machen, Alter? Ich musste auf den Clean-Up gehen. Ich musste einfach auf den Clean-Up gehen. Es tut mir leid für dieses räudige Gameplay, aber... Kann man das verzeihen? Ich hatte bloß eine Brust, okay? Okay. Er ist auf jeden Fall alleine. Oh, das war kein guter Move von mir. Da muss ich jetzt ein bisschen hier wegrennen. Oh mein Gott, warum bin ich denn jetzt... Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier in Tri-Jump tatsächlich aufgeregt bin. Die bekämpfen sich. Tatsächlich gehen sie jetzt ein bisschen auf mich, den Fokus. Drücken sie. Die bekämpfen sich tatsächlich gar nicht, Alter. Was geht denn hier ab? Warum bekämpfen die sich nicht? Hallo? Ja, kämpft auch mal ein bisschen gegeneinander so. So, und jetzt komme ich ein bisschen auf den Clean-Up. Aber schaff ich das? Ja, es ist natürlich, wenn er jetzt... Hey Jungs, was machen die da alles? Ja, natürlich, ich könnte jetzt natürlich meine ganzen Herzen ranken, aber das dauert natürlich ein kleines bisschen, weil... Gut, so 20 Herzen ranken könnte dann ein kleines bisschen dauern. Okay, in erst raus und ich habe natürlich jetzt hier keine Angel und ich habe so wenig Herzen. Oh Freunde, ich habe kein Essen mehr. Okay, ich gehe jetzt einfach drauf. Ich werde das sehr wahrscheinlich verlieren, weil ich ohne Angel ein Nichts bin. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin ohne Angel ein richtiger Lump, so. Deswegen werde ich sehr wahrscheinlich verlieren. Ja, also es wird schwer. Obwohl, ich habe jetzt halt hier... Ja, equipment-technisch ist es okay. Okay, mal gucken, was er jetzt macht. Ja, er hittet mich wieder zuerst. Oh no, Friends, das verliere ich. Das verliere ich halt echt. Ja. Das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ja, und da hat er sogar noch gewonnen. PvP-technisch, ich gebe es zu, das ist ultra schlecht gewesen, aber keine Ahnung, das ist peinlich. Aber okay, wir haben die maximale Herzens-Challenge geschafft. Es tut mir leid für das PvP. Es tut mir sehr, sehr leid für das PvP, aber es war ein guter PvP-Spieler, muss man auch dazu sagen. Und ich bin einfach sehr, sehr, sehr schlecht, was ohne Angel angeht, weil ich einfach dieses... Ja, wie soll ich es sagen? Einfach, ich finde ohne Angel tatsächlich... gar nicht mal so skillbehaftet, sondern eher sehr random tatsächlich. Und mit Angel wäre das safe gewesen, aber ohne ist schwer. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag, 175 Likes für den nächsten Part, weil ist heftig. Ich sag euch, sowas habt ihr noch nie gesehen. Ich habe so ewig lange für dieses Video geschwitzt und ja, man sieht sich und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.
Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.